Hallo, ich bin heute ein Cowboy. Was mir noch fehlt, ist ein Pferd. Schaut mal. Diese Pferderasse nennt man Quarter Horse. Wir sind hier auf dem Hof von Iris. Sie züchtet diese Pferde. Aber bevor ihr mehr erfahrt, gibt's die Quizfrage. Sollen Quarter Horses? A. Möglichst klein, schnell und wendig sein. Oder B. Besonders groß und schmal. Die Auflösung könnt ihr am Ende der Sendung sehen. Und jetzt bekommt ihr erstmal mehr Infos zu den Quarter Horses. Siedlerinnen und Siedler aus Europa kamen mit ihren Lieblingspferderassen nach Nordamerika. Mit der Zeit mischten sich die verschiedenen Rassen und es entstand das Quarter Horse. Die Pferde waren beliebt, weil sie vielseitig waren. Eine Besonderheit: sie sind gut darin, eine Herde Rinder in Schach zu halten. Außerdem sind sie auf kurzen Distanzen unschlagbar schnell. Heute sind Quarter Horses die häufigste Pferderasse der Welt. Sie sind Pferde für alle Fälle. Und besonders beliebt beim Westernreiten, dem Cowboy-Reitstil. Aber vor allem sind sie auch die idealen Freizeitpferde. Iris züchtet jetzt schon seit 13 Jahren Pferde. Guten Morgen, Iris. Guten Morgen, Jason. Hier gibt's bestimmt immer viel zu tun. Kann ich dir was helfen? Ja, klar, hier. Was ist das? Das ist Kraftfutter für die Kleinen. Ist das hier sozusagen der Pferdekindergarten? Ja, die sind alle ein Jahr alt. Und was fressen die so jeden Tag? Kraftfutter, gemischt mit Mineralfutter. Die Stuten und ihre Fohlen bekommen das übrigens auch. Wo sind die? Da. Komm, ich zeig sie dir. Wie soll ich mich denn jetzt verhalten? Verhalte dich einfach ganz ruhig. Dann sind sie auch ruhig und kommen auf dich zu. Okay. Wenn du aber ängstlich und schreckhaft bist, dann steckt sie das an. Die Hand einfach ruhig hinhalten. Und jetzt, wie geht's weiter? Bleiben die hier? Die warten schon. Jetzt bringen wir sie raus auf die Weide. Wie viel Platz brauchen Quarter Horses eigentlich? Sie brauchen eine Weide und einen Reitplatz. Und natürlich auch Platz zum Ausreiten. Interessant. Was sollten Pferde denn unbedingt lernen? Die Einjährigen müssen lernen, an der Longe zu gehen, sich anbinden und putzen zu lassen und die Hufe zu heben. Echt? Schon so jung? Ja, sogar die ganz Kleinen müssen schon anfangen zu üben. Zum Beispiel kurz ihre Hufe zu heben. Jedes kleine Pferd lernt erstmal das Fohlen-ABC. Dazu gehört Halfter tragen und Hufe heben. Lady ist 4 Monate alt und übt das heute wieder. Ganz kurz, das reicht schon. Darf ich das auch mal probieren? Ja. Hui, ganz schön schwer. Ja, das ist Übungssache. Also zum Fohlen-ABC gehört Halfter, Hufe heben. Ja, und normalerweise auch an einem Strick führen lassen. Aber das wäre jetzt zu viel. Jetzt ist's genug. Ja, das ist halt wie bei Kleinkindern. Genau. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, ein Quarter Horse zu kaufen und wie ging es dann weiter? Ich bin schon mit Pferden aufgewachsen. Dann wollte ich gerne Springreiten lernen. Aber der Lehrer meinte, das geht nicht, wegen der Kommunikationsprobleme. Auf einer Messe habe ich dann eine Reittherapie mit Westernreiten gesehen. Die Quarter Horses fand ich sofort interessant. Später habe ich mir dann selbst eins gekauft. Diese Stute da.
Dann habe ich viel gelernt und trainiert und auch bei Turnieren mitgemacht. Das heißt, du warst bei Westernreitturnieren und hast selbst mitgemacht? Ja. Hast du vielleicht Bilder davon? Aber... Respekt! Danke. Aber jetzt habe ich keine Zeit mehr für Turniere. Jetzt konzentriere ich mich auf das Züchten. Das macht mir auch Spaß. Schön. Jetzt ist Schluss mit der Weide. Jetzt wird gearbeitet. Ab in den Stall. Und wie bringen wir sie dazu? Da oben ist ein Futtereimer, mit dem locken wir sie. Das hören sie und kommen hinterher. Okay. Hey du, ich muss da durch. Na kommt! Die einjährige Pearl ist als Erste dran. Sie soll üben, sich perfekt führen zu lassen. Okay, ich laufe jetzt mal. Zum Stoppen? Da muss man Ho sagen, mit einem langen O, also Stopp. Jetzt rückwärts. Super! Ein oder zwei Schritte rückwärts genügt schon. Obwohl es regnet und das für sie ungewohnt ist, macht sie trotzdem super mit. Super! Super! Und jetzt loben. Du musst auch ruhig bleiben. Okay, und jetzt ist Niki dran. Sie soll jetzt arbeiten. Bring sie da rein. Das ist jetzt wie beim Friseur. Du putzt Niki und ich das Fohlen. Ach, das wird auch geputzt? Okay, danke. Das nehme ich zuerst. Ja, du machst so Kreise. Kreise? Ja, und dann mit dieser Bürste. So, jetzt siehst du hübsch aus. Muss das Fohlen später eigentlich auch was arbeiten? Nein, das läuft einfach nur auf dem Reitplatz mit, während auf ihr geritten wird. Das ist kein Problem und genug für sie. Hauptsache viel Bewegung. Du, vorher hast du gesagt, die Quarter Horses müssen klein sein. Aber wie groß werden sie maximal? Ich hole einen Meterstab, dann kannst du schauen. Einen Meter 50 ist so der Durchschnitt. So sind sie klein und wendig. Und was den Körperbau betrifft, typisch für das Quarter Horse ist der Kopf hier. Der ist keilförmig. Und die Brust ist breit und stark. Und auch hier müssen sie auch sehr kräftig sein. Und das Pferd ist relativ dick, oder? Nein, es bekommt ein Baby. Nächstes Jahr im April. Süß. Ich glaube, ich spüre schon die Bewegung vom Baby. Jetzt reite ich dann gleich auf dir. Sei bitte lieb zu mir. Quarter Horses sind ja normalerweise unglaublich schnell. Aber heute machen wir langsam.
Sie hat ja ein Baby im Bauch. Okay, klar. Wie starte ich denn überhaupt? Du nimmst die Zügel locker in die Hände und bewegst die Beine ein bisschen. So machst du sie aufmerksam. Zum Abbiegen mache ich einen Zügel weg vom Hals und lenke mit dem äußeren Bein. Siehst du? So mit dem rechten Bein. Und für geradeaus lasse ich beide Beine gleich. Beim Einhändigreiten kann ich sogar gebärden. Schau! Stopp! Magst du es jetzt auch mal probieren? Ja, ich mag total gern auch mal reiten. Jetzt bin ich ganz schön nervös und aufgeregt. Ich reite zum ersten Mal auf einem Pferd. Huhu. Benutzt die Hüfte ein bisschen. Komm, komm, komm und stopp. Beine nach unten, vorne und hoch. Die Zügel mehr vor, vor. Und jetzt Gebärden. Stopp. Super hast du das gemacht. Super. Ich hab's geschafft. Sogar einhändig. Ich hätte Lasso schwingen können. Das hat richtig Spaß gemacht. Darf ich dich umarmen? Vielen Dank, dass ich auf dir reiten durfte. Mag sie das denn überhaupt, wenn ich sie umarme? Oh ja, die ist sehr verschmust. Das ist ja auch ganz typisch für Quarter Horses. Diese Zutraulichkeit. Ich würde am liebsten beide einpacken. Oder nur sie einpacken und mitnehmen nach Berlin. Aber Berlin ist leider kein passender Ort für Pferde. Aber nur mal angenommen, was würde es denn kosten, wenn ich sie kaufen würde? Lady ist jetzt 4 Monate alt. Ab 6 Monaten dürfte man sie von der Mutter trennen. Aber ich persönlich lasse sie immer länger bei ihrer Mama, bis sie bereit sind, sich zu trennen. Die Fohlen kosten 8.000 bis 9.000 Euro. Aber sie hat eine besondere Farbe, deshalb wird sie mehr kosten. Jetzt ist eigentlich Feierabend, aber sag mal, dürfte ich vielleicht noch mal reiten? Ja, klar. Oh, mega! Ich freue mich. Aber davor müssen wir noch die Quizfrage auflösen. Wisst ihr noch? Die Frage war, sollen Quarter Horses A. möglichst schnell, klein und wendig sein oder B. besonders groß und schmal? Na, wie schaut's aus? A oder B? Natürlich Antwort A. Also Antwort A. So, und jetzt los. Ja, dann los. Ich habe das perfekte Cowboy-Pferd für mich gefunden und wir reiten jetzt zusammen in den Sonnenuntergang. Tschüss und bis zum nächsten Mal.